Das ist Sabine Gottschalk. Die Künstlerin bläst schon seit über 30 Jahren Glas, äußerst routiniert, aber auch heute noch mit großer Hingabe. Ich kann die Röhren verformen, die Farben, das Lichtspiel da drin, wie sich auch das Licht generell da drin spiegelt, ne, reflektiert. Das ist fantastisch einfach. Ne? Die Formen, die man damit machen kann, das ist immer. Ich fange meistens irgendwo einfach nur mit einer Röhre an und gucke halt eben, was man daraus machen kann. Und dann wächst das immer mehr, immer mehr. Dann überlege ich mir, man kann noch was dran machen und noch was dran machen. Ne? Glaskunst in allen Variationen. Doch die Entdeckung der Glasbläserei war für Sabine Gottschalk reiner Zufall. Man konnte früher noch per Autostop fahren und da hat mich jemand mitgenommen und der hatte eine Glasbläserei in einem großen Freizeitpark in der Nähe von Köln. Und da wurde auch Schauglasblasen vorgeführt und er suchte damals eine Verkäuferin und so bin ich dann rangekommen. Da habe ich mich als Verkäuferin erst beworben und dann habe ich gesehen, wie die das gemacht haben. Da habe ich gesagt, so, das ist es, das ist dein Beruf, das willst du machen. Ne? Eine Ausbildung zur Glasapparatebauerin folgte, was weniger mit Kunsthandwerk als mit Laborbedarf zu tun hat. Aber die Techniken, die man bei dem Laborglasblasen lernt, sind an sich gleich die Techniken, die man auch beim Kunstgewerbe gut umsetzen kann. Dann kann man halt eben dann diese Vasen oder andere Sachen, die ich mache, die Serviettenhalter, die Glasbrunnen, das ist alles aus diesem Laborglas auch, was hinnommen wird. Und sehr stabil, robust, kann ich wieder reparieren, wenn was kaputt gehen sollte. Kann man alles machen. Zum Wechsel vom Reagenzglas zur Glaskunst hat ihr Chef sie dann ermutigt. Erst ein paar Kugeln, dann kleine Figürchen, immer aufwendiger die Objekte, immer größer ihre Lust auf Glas. Es ist halt eben bei der Glasverarbeitung auch so, je nachdem, was ich mache, ich muss mein Glas und Rohmaterial immer in Bewegung halten. Halte ich das nicht in Bewegung, läuft immer alles nach unten. Und durch diese Drehbewegungen kann ich diese Formen auch herstellen. Sie teilt den Spaß an ihrer Leidenschaft gerne mit anderen Menschen und am Sonntag zeigt sie ihr Geschick live in der Dreschhalle in Münchhausen. Selbst nach 30 Jahren hat Sabine Gottschalk nicht genug und sucht immer noch nach neuen Herausforderungen. Das ist auch mit den Rosen dann zum Beispiel, dann kann man auch hin und sagen, man macht noch die Dornen dran, man fängt an den Blättern vielleicht die Adern noch drauf zu bekommen. Ne? Einfach so detailtreu zu machen, wie es einfach geht. Ne? Und das ist auch diese Herausforderung. Es ist immer wieder anders, es ist immer anders. Ich hätte nie zwei dieselben Sachen, das funktioniert nicht. Es ist immer wieder anders. Ne? All ihre Unikate am Sonntag auf dem Handwerkermarkt in Münchhausen.